Als ich das Ding sah, dachte ich mir nur so, oh ja, das könnte super werden. Der Patros Ofengenuss mit geröstetem Knoblauch für den Ofen mit Knuspertoppings. Ob das ganze Zeugs was taugt, ob es schmeckt, was drin steckt und ob es sich lohnt, dass ihr dieses Produkt für eure nächste Grillparty kauft oder für einsame Stunden zu Hause auf der Couch mit diesem Käse auf dem Schoß. Das kläre ich auf in diesem Test und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ahoi und seid schön gegrüßt. Ich darf mich nochmal vorstellen an die neuen Leute, die hier ab und zu vielleicht mal reinschauen. Darius ist mein Name, Foodblogger, und ich gucke mir Käse an. Und zwar diesen Käse, den Patros Ofengenuss. Das ist quasi, ja, Feta, wobei es kein echter Feta ist, mit geröstetem Knoblauch, den man dann da so als Knuspertopping drauf machen kann. Und ich stelle mir das ziemlich geil vor. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe es glaube ich schon mal im Laden gesehen, habe es aber nicht gekauft. Jetzt für 1,50 € hatte ich ihn bei Netto-Markendiscount gesehen. Ich glaube, regulär kostet ein paar Cent mehr. Ich habe es mir ziemlich geil vorgestellt, sich mit so einem gebackenen Schafskäse auf eine Couch zu setzen, dazu irgendwie die Glotze laufen zu lassen und einfach mit irgendwas da rein zu tunken oder sich in den heißen Käse aufs Brötchen zu schmieren. Und dachte ich mir, ja, das gucken wir uns doch mal zusammen an. Und hier ist er jetzt also. Es gibt noch eine andere Sorte, die blende ich euch jetzt hier mal auch ein. Die kann man also auch kaufen. Mich persönlich hat der hier mit geröstetem Knoblauch am meisten angemacht, weil, ja, keine Ahnung, ich arbeite im Großraumbüro und da dachte ich mir, stinke ich doch mal morgen alle Arbeitskollegen voll. Das wird schon was werden. 150 Gramm sind drin in einer Packung und wir gucken mal, was genau drin ist. Zubereitung, das können wir gleich machen. Folie entfernen und so weiter, das gucken wir uns gleich an. Wir haben hier gar keine irgendwie Werbebeschreibung oder sowas. Für Vegetarier geeignet? Nein. Wer hätte das gedacht? Ja, irgendwie so Werbespruch haben wir diesmal nicht drauf. Das Ganze ist hier jedenfalls ein Käse aus pasteurisierter Kuhmilch. Ja, Feta müsste ja, richtiger Feta müsste ja auch Ziegenmilch haben. In Salzlaken gereift, 52% Fett in Trockenmasse mit Knuspertopping zum Aufstreuen. 90% Käse, 10% Knuspertopping. Ja, Sachet aus der, oder Sachet, spricht man das aus? Sachet. Nein, tut man nicht. Ist auch egal. Aus der Alufolie, aus der Aluschale entnehmen, öffnen und die Zutaten über den Patros-Käse geben. Für ca. 10 Minuten in den Ofen auf Mittagsschienen bei 220 Grad Umluft zubereiten. Das mache ich. Jetzt gucken wir aber erstmal an, was hier drin ist. Hier so. Achso, das ist ja hier das Sachet. Ach, ah, hier. Das ist das Patros-Knusper-Topping. Sieht schon mal sehr knusprig aus. Und hier haben wir jetzt drin den Ziegenkäse. Nicht Ziegenkäse. Ha! Wäre ich fast selbst drauf reingefallen, den nicht Feta-Käse, sondern den Ziegenkäse oder Feta-Käse nach Hirtenart, oder wie hieß das nochmal? Hirtenart, weil es ist ja kein Hirtenkäse, oder? Ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Und jetzt machen wir erstmal hier auf das Ding und dann gucken wir uns das mal an. Also, klar, ihr wisst, was jetzt kommt. Es kommt Schafskäse, meine ich auch, oder was, Ziege? Hier. Nicht Feta-Käse hier in der Aluschale und dann packen wir hier das Knuspertopping drauf, was jetzt hier diesen ganzen Knoblauch enthält. Sehr, sehr geil. Ich nehme mal direkt eine Nase davon. Oha, schon mal sehr, sehr cool. Und ich erwarte, dass das Ganze gleich ziemlich geil wird, muss ich sagen. Ja. Ihr habt es gesehen, es sieht herrlich aus. Wir machen das ganze Zeug hier noch so ein bisschen verteilen. Es kommt in den Ofen. Ein bisschen futter ich pur. Oh ja. Okay, als ob man puren Knoblauch futtert. Könnte sehr geil werden. Ab in den Ofen und wir schauen uns gleich das Ergebnis an. Ja, das ist er jetzt also. Hier frisch aus dem Ofen und noch richtig hot. Ich habe gerade übrigens dann auch nochmal geschaut. Unterschied Feta, Schafskäse, Hirtenkäse. Hirtenkäse nur aus Kuhmilch. Feta, laut EU-Gesetz oder Regelung, muss es aus Griechenland kommen oder Lesbos und mindestens 70% Schafsmilch und höchstens 30% Ziegenmilch haben, ursprünglich nur Schafsmilch. Und ja, das ist der Unterschied dabei. Ja? Also Feta, Original Griechenland und das, was ihr hier alle bekommt, so Hirtenkäsen, sowas, das ist alles billige Kuhmilch. Billig in Anführungsstrichen, weil die Leute wollen, der Hersteller will natürlich, dass man denkt, dass das Feta ist. Aber es ist kein Original Feta, aber natürlich trotzdem lecker. Und hier in dem Patros, der einen auf Griechenland macht, aber Kuhmilch hat, Der hat hier eben auch das Kuhmilch-Produkt drin. Jetzt gucken wir da noch einmal näher rein. Übrigens bei den Toppings, da sind auch Cornflakes bei, wo das Knuspern herkommt. Das kann man hier ein bisschen sehen. Er ist ein bisschen geschrumpft, ist jetzt hier schön braun angelaufen, sage ich jetzt mal. Und er sieht schon, ich sag mal, ziemlich appetitlich aus, oder? Dazu habe ich mir mal so ein bisschen hier Fladenbrot geholt. Aber bevor wir da jetzt irgendwie das mit dem Brot verunstalten, gibt es jetzt hier erstmal eine Gabel Knusperfeta. Und ihr seht, wie das dampft. Und ich probiere es mal. Riecht schon mal sehr knoblauchig. Sehr gut. Sehr, sehr salzig. Aber so ist natürlich auch Hirtenkäse. Ich finde, es schmeckt mir aber hier auch ganz deutlich. Schön knusprig war das Topping. Der Käse hat, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, gut seine Form behalten. Ich hätte jetzt gedacht, dass er so viel Wasser verliert, was dann unten drin ist. Das ist hier gar nicht so. Das gefällt mir sehr gut. Er hatte so eine angenehm cremige Konsistenz irgendwie und ist heiß. Ja, aber man kann es so essen. Aber lieber ein bisschen pusten, dann verbrennt ihr euch. Liebe Kinder und Nicht-Kinder. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Ganze auch noch auf so einem Brot ist, fein macht, gut wird. Denn ich kann mir das wirklich sehr geil vorstellen, man sitzt halt so auf der Couch mit dem Ding auf seinem Schoß und macht sich dann so ein bisschen was aufs Brot. Ich meine, hallo, das sieht ja wohl mal wirklich geil aus. Und dann macht einmal... So, ihr habt es nicht mitbekommen, da war ein Schnitt von 10 Sekunden drin, denn der FoodLoaf hat den Mund zu voll genommen. Und dass ihr mir jetzt hier nicht ewig beim Kauen zuhören müsst, habe ich einfach mal geschnitten. Also, das Zeug ist lecker. Es schmeckt mir wirklich gut. Ich finde, das ist jetzt auch nicht so eine Portion, die man unbedingt teilen kann. Also soll nicht heißen, dass ich ein Egoistenarsch bin. Soll heißen, dass das jetzt so relativ klein ist. Ich finde, das reicht für eine Person. Ein bisschen Brot dazu, vielleicht einen kleinen Salat. Super Snack für die Couch und für eine Session Fernsehen. Und schmeckt mir wirklich gut mit dem Knoblauch. Ich persönlich hätte noch mehr Knoblauch draufballern können, aber das ist Geschmackssache. Ja, also ich bin rundum zufrieden. Könnt ihr euch gerne mal holen. Den Patros Ofengenuss in gerösteten Knoblauch. Dazu, wie gesagt, frisches Brot. Und ich glaube, es wird euch schmecken. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin absolut zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Falls ja, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und vielleicht auch ein Like da zu lassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, was ihr so an gerne käsemäßig so auf euren Teller packt. Auf meinem Kanal findet ihr auch ein super Video zum Rougette-Ofenkäse. Absolutes Knüllerteil. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.